Mal schnell einen neuen Schrank im Möbelhaus kaufen. Dann noch eine Kommode dazu. Und der Spiegel war auch noch im Angebot. Wird schon alles ins Auto passen. Wer kennt das nicht? Diese Bilder sind auf dem Parkplatz eines Möbelhauses entstanden. Sie zeigen, wie Fahrzeuge zum Teil bis oben voll beladen werden. Und zwar ohne großartige Sicherung. Wie gefährlich das werden kann, hat der ADAC in der Crashhalle getestet. In unserem Negativbeispiel, das heißt ohne Ladungssicherung, sieht man auf den Highspeed-Videos, wie letztendlich die Teile wie Bauschränke oder auch Pfannen oder einzelne Elemente den Fahrer ganz hart von hinten treffen. Nicht nur auf dem Kopf, auch Elemente, die wirklich auf den Sitz prallen und dort nicht zurückgehalten werden, drücken ihn gegen den Airbag und gegen das Lenkrad und sorgen dann nochmal für eine zusätzliche Belastung, die teilweise sehr schwerwiegende Folgen haben kann. Rund 700 Personen werden in Deutschland pro Jahr bei Unfällen mit falsch gesicherter Ladung zum Teil schwer verletzt. Zudem kann ungesicherte Ladung im Auto mit einem Bußgeld belangt werden. Mit 60 Euro und einem Punkt in Flensburg müssen Fahrer mindestens rechnen. Der ADAC-Crashtest zeigt, wie wichtig die richtige Beladung ist. Bei diesem zweiten Szenario wurde die Ladung gesichert. Bei der Ladungssicherung sind es nur ein paar Minuten und ein paar kleine Gegenstände, die hier wirklich helfen können. Das heißt, Spannbänder, Spanngurte nutzen und keine Expander, sondern wirklich Spanngurte, am besten mit Ratschenverschluss. Hier kann man wirklich die Ladung verzurren, richtig ans Fahrzeug anbinden, damit sie auch nicht herumfliegen kann. Auch ein einfaches Anschnallen der Ladung auf den Rücksitzen kann schon helfen. Muss die Rückenlehne umgeklappt werden, dann sollten die Verankerungsösen der Rückenlehne genutzt werden, um die Gegenstände zu sichern. Zudem gilt: Ganz wichtig bei der Beladung ist natürlich schwere Gegenstände nach unten. Das heißt also einfach ein paar Minuten nehmen beim Beladen des Fahrzeugs, sich überlegen, was ist wirklich schwer, das möglichst nach unten, das Leichte nach oben, beziehungsweise hinter Gegenständen was aufzustauen, damit es nicht lose durch den Fahrgastraum fliegen kann. Diese Zeit muss man sich einfach nehmen und einplanen und letztendlich einfach auch ein paar Spanngurte zur Sicherheit dabei haben, weil meistens ist der Einkauf doch größer, als man geplant hat. Und wer im Möbelhaus erfolgreich und vor allem viel mehr als geplant eingekauft hat, sollte lieber einen Anhänger ausleihen oder sich die Ware nach Hause transportieren lassen. Diese Bilder haben deutlich gezeigt, wie sehr sich das lohnen kann.